Ich will euch mein Programm bekannt geben. Es legte sich heute Morgen auf meine Seele. Es ist also sehr neu vom Throne Gottes auf meinen Geist gekommen. Und das Programm heißt Maranatha. Unser Herr kommt. Und was mich persönlich betrifft, gestattet ihr mir noch eine Bemerkung, Geschwister. Gott, der Vater, ist mein Zeuge, dass ich nie im Werke Gottes ein Amt gesucht habe. Und dieses Amt, das mir nun auferlegt wurde, ganz und gar nicht. Und was ich mir noch in die eigene Seele schreibe, das sei Folgendes. Ich bitte die Übersetzer, das sinngemäß zu übersetzen in die anderen Sprachen. Wer da fährt nach hohem Ziel, lern am Steuer ruhig sitzen. Unbekümmert, ob am Kiel Lob und Tadel hoch aufspritzen. Ich werde es mir gefallen lassen müssen, dass auch einmal am Kiel des Schiffes Christi Tadel aufspritzt. Gott möge mir Kraft geben. Und die Liebe Jesu möge mich erfüllen. Und eure Gebete mögen mich unterstützen, dass ich zusammen mit den Aposteln Jesu weltweit ruhig sitze. Denn wenn der Kurs stimmt, kann es auch mal hoch aufspritzen, dann wissen wir, dass sie nur ein paar Vorboten des bald erreichten Heimathafens. War es dann in diesen 17 Jahren schwer, die Kirche so auf Kurs zu halten? Es war nicht einfach. Es brauchte oft gewisse Diplomatie oder dann wieder ein direktes Durchgreifen, aber im Großen und Ganzen haben mir es die Apostel und die Geschwister doch leicht gemacht. Ausnahmen bestätigen die Regel.